so schön dabei. So. So, jetzt bin ich dran. Okay. Nein. So. Du musst mich ja dann wieder bitten, wenn ich sterbe. Oh, es wird hell. Dynamit raus. Jetzt können wir loslegen. Also ich würde sagen, die setzen wir gleich mal direkt hier hin, ne? Ach, wolltest du so ein kleines? Ich dachte, du wolltest ein großes haben. Nein, das war auch nur ein Spaß. Also. Eine kleine Hütte müssen wir. Wir brauchen ja für unsere Baumaßnahmen sowieso sehr lange. Ja, die baue ich. Die kleinste Hütte, die hier, die können wir jetzt so ein bisschen hier irgendwo hinpacken. Meinst du die hier? Die hier? Die ich jetzt gerade hier. Ja, okay. Wir können auch zwei hinstellen. Wir müssen die bloß direkt voreinander stehen. Ja, so gegenüber müssen die sich hinstellen, ne? Aber wer nimmt jetzt seine Hütte weg? Nimm mal du deine weg. Wir wollen hier hinten zum Strand hin noch einen Steg bauen und kannst du so, dass. Ja. Dass dein Fenster. Genau. So, ne? Warte, ich zeig dir, wie ich das so meine. So? Ja, ich hätte sie bloß noch ganz dicht an. Nö, so sind die auch cool. Also ja, so, dass die Türen gegenüberstehen, habe ich jetzt gedacht. Und die. Also nicht die Fenster nebeneinander. Ach, ich würde so lassen. Ja, ach Gott, ist ja auch erstmal nur so. Oh, eine Schildkröte. Ey, hier sind auch Schildkröten, das ist ja mal mehr als perfekt. Aber jetzt sollten wir schon mal anfangen. Mal wenigstens Steinmauer. Ich pack mal hinter das Haus erstmal so ein Teil für das Essen, dass wir das da schon mal aufhängen können. Meins ist eh schon alles vergammelt. Nee, meins noch nicht ganz, deswegen. So, reicht die Länge? Von der Mauer? Ja, ja, und dann nur noch in beide Richtungen zumachen noch, oder? Ja, aber damit ich die andere vernünftig ransetzen kann, muss ich die erstmal zu Ende bauen. Ja. Aber das geht ja recht schnell. Ja, obwohl so ein Steinbeutel wäre noch ganz cool. Ja, müssen wir jetzt noch Hasen jagen. Ja, falls. Ja gut, können wir ja, wenn wir nebenbei welche finden. Oder hast du noch Hasenfälle in. Ach nee, du musst das Ding ja auch bauen. Ja, wenn ich das schon hätte, wäre es geil. Wir könnten uns aber jetzt erstmal so eine Schubkarre bauen. Ja, ich wollte jetzt nur schnell. Da kannst du ja auch Steine mit transportieren. Deine und. Bauen wir einfach zwei Stück, eine für Baumstämme und eine für. Genau, warte, Steine jetzt hier auch hinsetzen. So. Wenn ich jetzt Dicks sammeln muss, kann ich auch Steine sammeln und gucken, ob mir noch ein Hase über den Weg läuft. So. Ja, ich habe hinter deinem Haus oder meinem ist ja eigentlich. Unseren Häusern. Habe ich schon mal so ein Essensding und da hängt auch schon mal wieder was dran. Also da hatten wir schon mal ein bisschen was. Du kannst ja auch schon mal so eine Blaupause für den Wassersammler hinsetzen. Ja, genau das hatte ich heute gerade schnell noch schon mal. Am besten zwei. Wir haben ja auch jeder einen Panzer. Ja, und das gute Schildkröten habe ich da eben auch schon in der Nähe von unserem Dings gesehen. Naja, die tauchen überall auf. Da gibst du dem Reh mit der Axt voll einen Kopf, ne? Nichts passiert. Rennt einfach weiter. Ja, ich weiß. Hatte ich auch schon ein paar Mal. Ach, gut. Jungs und Mädels, ihr wollt es nicht anders. Ich muss die Knarre wieder rausholen. Wir brauchen dann noch mal deine eine Schildkrötenpanzer. Ja, ich bin unterwegs. Oh, welche Taste denn jetzt gedrückt ist, ja das. Nein. Jetzt sind die Rehe weg. Toll. Craftet mal kurz was und die Rehe weg. Oh, das war cool aus der Sicht. So. Zack. Ach ja, und den Stickbeutel brauchen wir auch. Wie kann man denn mit der Flairgun einen Vogel verfehlen, der direkt vor einem sitzt? Das gibt's nicht, ey.
Ja, willst du einen Vogelkopf haben? Bisschen. Nee. Ein Haikopf, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir das dann an die Tore daran machen. Sieht nämlich richtig cool Schreckt der aus. denn auch ab, so ein bisschen? Das weiß ich. Angeblich sollen die Kannibalen da so ein bisschen Angst vor haben. Ob stimmt, weiß ich nicht. Weil wäre ja nur realistischer, wenn sie wirklich ein bisschen, weil es sieht ja beängstigender aus. Ja, zumindest wenn sie jetzt so als erste Angriffswelle, wenn sie mal kommen. Ja. Irgendwann merken sie natürlich, dass das Ding nicht echt ist. So, den ersten Dings haben wir schon mal fertig. Jetzt kommen wir zum lustigen Part. Oh. Bleib da bloß stehen. Hier in der Nähe von uns ist auch so ein, entweder ein heiliger oder ein unheiliger Baum. Gucke ich jetzt gerade voll drauf. Wo denn? Gucke ich jetzt genau drauf. Ja. Naja. Naja, werden wir schon überleben, haben wir jetzt auch. Zumindest haben wir eine andere Stelle, wo wir bauen und nicht immer der gleiche Käse. Ja. Massenrodung. Ja. Sag ich ja. Wir bauen nicht mehr, wir roden die Insel. Wir geben uns nicht mehr mit so Kleckerkram ab. Ja gut, irgendwann. Warte mal, dann haben wir jetzt eine Schubkarre. Dann setze ich mal jetzt so ein Ding hin zum Baumstämme sammeln. Weil die Baumstämme, die brauchen wir jetzt noch nicht gleich direkt. Na gut, doch für die Häuser vielleicht schnell, ne? Aber Ja, aber das sind ja nur ein paar. ja, Wir haben das ja stimmt. trotzdem denn noch ein paar Dutzend übrig. Achso, ja, so, das ist der Steinteil, genau. So. Scheiß Busch, Alter, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie so ganz elegant läuft das Spiel heute nicht. Wie meinst du das? Ja, irgendwie für die Sticks, sonst kriegst du die immer so locker nebenbei Ach beim so. Laufen mit eingesammelt, alles. Ja. Läuft nicht Jetzt. so ganz rund. Ja, aber komm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir halt einfach mehr darauf bedacht waren, schnell die Höhle und sonstiges zu erkunden, bevor wir uns eigentlich um das Wesentliche gekümmert haben. Das kann sein. Also würde ich jetzt mal tippen, einfach weil. Ja, wir überfordern das Spiel im Moment gerade. Wir sind zu gut. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass zwei Vollidioten gleich, nachdem sie gestrandet sind, einfach mal in eine Höhle reingehen. Ja, sich das Dynamit schnappen, sich mit dem einen der stärksten Mutanten anlegen und wieder abhauen und ihn auslachen. Obwohl, ausgelacht haben wir nicht. Wir haben ja eigentlich geschrien und sind weggerannt, aber das muss ja keiner Ich wissen. hab ihm noch zwei Schellen gegeben. So ist nicht, ne? Ich hab ihn noch. Ja, stimmt, du hast ihn ja gekitzelt. Wenigstens etwas. Ja. Stimmt. Warst nicht tatenlos, das kann keiner sagen. Ja, das stimmt. Ey, das geht mir auf. Hier eine Höhle oder? Ne, die lasse ich zu, die springe ich jetzt noch nicht auf. Was springst du noch nicht auf? Ein Höhleneingang hier. Achso, nee, das. Aber schließ den ruhig mal, wenn. Obwohl, nee, noch nicht. Vielleicht die zweite Mauer dann mit einschließen darum. Ich mach das Ding jetzt auf. Naja, rauskommen kann ja eh nichts. Boah! Hä? Voll der Riesenstein fliegt weg, landet und ist verschwunden. Verschluckt vom Boden. Was ist da drinne? Eine Uhr. Und ein Totenkopf. Dann war das hier nicht. Na gut, egal. War ja nur eine Bombe, die baue ich schnell wieder. Was machst du denn mit dem Reh? Alter, voll umgenagelt und das guckt nur blöd. Ich dachte, man könnte es vielleicht so töten, aber es ging nicht. Nee, so ein Stück mitgefahren. Ein Reh per Anhalter.
und gleich wieder den Namen für die Folge. Ja. Aber meistens vergesse ich sowieso bis dahin wieder. Ja, und dann kommt noch ein viel blöderes bei raus, das kenne ich. Ja. Weil manchmal gibt es in manchen Folgen passiert einfach nicht so, was so ein Name wert ist. Und dann nimmst du irgendwie so einen Scheiß wie, es entsteht ein Baumhaus. Ja. So was richtig Stumpfes. Aber muss auch mal sein. Es muss ja auch entspannende Folgen mal geben. Ja, ja. Obwohl fast jede Folge muss ich echt lachen, wenn ich mir die hinterher angucke. Nicht ja, jede, aber mindestens jede zweite. Ja, ja, ja. Ich habe mich auch gestern, als ich die alle fertig gemacht habe, nämlich so weggekracht. Ja, ich habe jetzt auch die ganze Woche bestimmt. Nein, nicht ganz so, aber so 10, 15 Folgen habe ich fertig gemacht. Dadurch habe ich ja jetzt auch schön viel Platz auf der Festplatte. Ja, bei mir geht's jetzt alles gerade auf die neue. 2,5 Terabyte sollten erstmal reichen. Nee, die schaffen wir nicht. Ich habe nur 1 Terabyte Platz. Aber selbst das ist ordentlich, also. Ja. Diese Mauer sieht so geil aus, so. Eigentlich kein Hindernis. Nee, ja, ist ja jetzt auch noch nicht wirklich groß. Wir machen erstmal die erste Etage drumherum und dann erhöhen wir auf die zweite hoch. Weil die Frage ist natürlich, wo würden wir das Tor dann reinmachen? Würden wir es hier links machen, weil wir hier mehr Platz haben, oder hier rechts dann? Wir müssen es ja irgendwie zur Seite wegmachen. Oder hier dann, ne? Eh nicht viel bauen. Ja. Weil hier die Felsen liegen. Ja. Zur anderen Seite können wir noch rübergehen und ein bisschen weiter bauen. Obwohl wir sehr viel zur Seite gehen wir nicht. Wir gehen ja später eher in die Höhe. Weil das Haupthaus, das wird ja dann auf Stelzen gebaut. Ja, das können wir ja auch, vielleicht können wir das ja auch so halb-halb, weißer halb im Wasser, halb oder ganz im Wasser sogar. Sollen wir mal gucken. Das wäre jetzt Überlegung, ob man dieses Stelzen-Ding, das große Ding, ob das... Warte, da habe ich es doch. Ob man das auch im Wasser bauen kann. Ja! Ja, cool. Ist ja doch geil. Dann mit einem Steg dahin. So. Gucken, ob die Größe reicht. Wäre nicht größten wahnsinnig. Muss ja nur realistisch sein. 25 mal 30 Blöcke. Oh, das ist so ätzend, nur immer 5 Steine mitnehmen zu können. Aber es gibt leider keinen Schlitten für Steine, ne? Doch. Das ist der gleiche, mit dem du auch die... Nee, die kannst du nicht mehr. Ich hab's gerade versucht, kann ich nicht reinpacken. Du musst den Stein erst wieder in die Hand nehmen. Echt? Ja. Oh, wie beim Katapult. Okay. Stein in die Hand nehmen und dann kannst du alle reinpacken, die du denn im Inventar hast. Schildkröten sind da, kannst du wie am Panzer holen. Ja. Können wir noch 2 Wassersammler hinsetzen. Wow. Das sah eben geil aus, Alter. Im Flug ausgeholt zum Schlag, ey. Ist sie jetzt tot oder lebt sie noch? Ah, jetzt ist sie tot. Jetzt hat sie es wieder nicht hinter sich. Jetzt hat sie es wieder nicht. Hier werden noch 2 Schildkröten. Ja, man kann aber immer nur einen Panzer tragen. Ja, ich glaube, es reichen dann aber auch, also 3 bzw. 4 von den Wassersammlern. Ja, eigentlich müsste das reichen. Oh, ich habe Durst. So, ein bisschen Platz dazwischen lassen. Oh, Magic. Genau, mit den Baumstämmen erstmal über die Mauer springen. Ja, wer macht das nicht so? Das Gute ist, es fängt schon mal an zu regnen. Ja, die ersten beiden Dinger werden dann schon gleich voll. Wenn du zufälligerweise noch Stöcke hast, kannst du das dritte Ding auch noch fertig machen. Habe ich schon. Alle 4 Sammler sind fertig. Ach, perfekt.
denk ja mit, ne? Manchmal, ne? Ja, aber nur wenn es zufällig passiert. Schade, Schildkröten sind weg. Ich dachte, ich könnte mir gleich wieder einen neuen Panzer holen. Das wäre jetzt, glaube ich, auch zu schön gewesen. Naja, aber. Du verlierst deine Steine. Nein, ich kacke. Okay. Ich sammel's mal auf, ne? Aber gut, wenn du schon dabei bist, können wir für Dünger verwenden. So, wo ist jetzt der Schlitten? Ach, da vorne. Da, wo du ihn hingestellt hast. Ah, mehr Steine passen nicht rein. Gut. Nee, ich glaube, das Ding für das Haus, das habe ich krumm und schief. Das müssen wir nochmal neu hinsetzen. Ja, gut, das ist ja... Lass erstmal die Mauer fertig machen, bevor wir mit dem Haus, glaube ich, anfangen. Ich nehme das Haus, dieser Hausblock, ja. Genau, wieder weg. Weil das ist krumm und schief. Aber die Idee ansonsten war schon mal cool. Genau, erstmal die Steinmauern setzen und Holz sammeln, damit wir denn. Genau. Und wenn dann zwischendurch ein bisschen zu langweilig wird, dann gehen wir. Wir müssen ja dann eh wieder Dynamit holen. Können wir noch eine kleine Höhlentour machen. So, die Mauer ist fertig. Oh ja, gut, dann setzen wir gleich die zweite zur Seite. Aber warte mal, bei der einen. Ich kann ja erstmal ein Stück Mauer setzen und dann setzt du das Tor hin. Genau, das hatte ich auch gerade. Aber so, dass es versetzt ein bisschen dahinter ist. Warte, ja, das kommt weg. Genau. Setz erstmal ein Stückchen Mauer. Moment, ich muss erstmal die scheiß Steinding finden. So. Nein! Ich will nicht hochbauen, ich will erstmal zur Seite. Musst du doch raffen. So, genau, so ein Stück, so, jetzt könntest du da eigentlich das Tor hinsetzen, ja. Dahinter dann so ein kleines Stück, ne? Ja, dass die Holzwand sozusagen die zweite Schicht ist, dass wir zwei Mauern haben. So, der Schlitten ist wieder leer. Dann fahre ich mal kurz an die Seite. So. Wie weit denn dahinter? Nicht allzu weit. So eigentlich, dass das Holz bündig am Stein dran ist. Ja. Dass da nicht zu große Lücken zwischen sind. Groß sollen das jetzt sein, ist die Frage. Ich mache es erstmal so. Nein, oh. Das Holz wollte ich nicht aufnehmen, ich wollte Steine reinpacken. So. Obwohl, irgendwie sieht das ein bisschen... Es sollte schon gleichmäßig, denn dass auf jeder Seite vom Tor auch noch gleich viele Balken daneben sind. Ja, das weiß ich auch. Aber rein theoretisch so. So, ne, warte, 4, okay. Dann setzt das Tor, was du eben hattest, hin und dann nochmal 4 Balken, 1 sind daneben. Ja, die können wir danach dann nochmal dran bauen. Zum Beispiel, ja. Ja, dann mache ich das hier nochmal weg. Ja, so ist, glaube ich, einfacher dann. Ja, lass uns doch schrittweise bauen. Hetzt uns doch keiner. Noch nicht. Scheiße, bist du weggegangen. Alter, lass doch jetzt die scheiß Balken liegen hier. Obwohl, jetzt ist es... Warte mal, 1, 2... Doch, jetzt sieht's gleich aus. Ja, jetzt ist halt so ein Stück von dem Tor auch hinter dem Dings, aber das ist ja, glaube ich, nicht dann so... Dann müssen wir die andere Mauer auf der anderen Seite einfach so genauso bauen. Weil wenn das Ding sich öffnet, geht... Sollte vom Platz her trotzdem reichen. In welche Richtung geht das Tor denn jetzt auf? Nach innen oder nach außen? Nach innen.
Ja, denn ist gut, weil nach außen würde es ja nicht klappen, wegen der Mauer hier. Genau, die Mauer jetzt praktisch. Ups, da sind Zweier. Wir bauen jetzt So. das Tor einfach zu Ende. Wenn nicht, reißen wir es wieder ab. Wir haben ja Dynamit. Wir können schnell bauen und abreißen. So dann die Mauer praktisch. Und das ist jetzt richtig. Ja, oder? Obwohl, nee, ein zu früh. Scheiße. Na gut, die kann man immer noch dran machen dann. Ja, wenn nicht, kann man immer noch mal einen Stein hinsetzen. Ja. Ja, du musst denn ein so ein Ding müssen wir noch denn machen. Ja. Über einen Balken die Steine rüber, damit, wenn wir jetzt pingelig werden. Ja, komm, wenn wir es jetzt schon haben, dann will ich es aber auch richtig machen. Zumindest wollen wir uns die größtmögliche Mühe geben. Ob es klappt, ist ja dann wieder was anderes. Ich weiß, dass ich Hunger habe. Ich mach doch hier.